Willkommen zurück, eine neue Folge Motorsportmanager. Wir haben in der letzten Folge den Deutschland Grand Prix bestritten und da den Sieg geerntet, weil Apeldoorn eine Strafe erhalten hat wegen ungültiger Teile und Komponenten. Hatten vorher halt den zweiten Platz inne und dann eben den Sieg noch erhalten. Und ihr seht, in jedem Rennen ist mindestens einer und manchmal sogar beide auf dem Podium gewesen von unseren Fahrern. Jetzt geht's zum England Grand Prix, der ja eigentlich wieder durch eine Einstoppstrategie gut für uns ist. Ach, Käse. Aber es soll wohl regnen. Und das kann natürlich schwierig werden mit dem Regen. Müssen wir mal schauen. Wir machen wieder unseren üblichen Kram. Das heißt, die Boxencrew austauschen, damit die erholten Leute jetzt wieder rankommen und die etwas erschöpfteren sich ausruhen können. Jetzt kommt auch gleich neue Sponsoren, die wir uns hier herholen können. Der brauchen wir nicht. Der hat gleich drei Angebote. Hier sind immer noch nur zwei. Echt komisch. So, was nehmen wir denn am besten? Ja, Qualcomm wird das Beste hier sein. Petronas und Shell bringen wesentlich weniger an Sponsorengeldern. So, dann haben wir auch schon August. Und es will einfach kein weiterer. Ah, jetzt will der Sponsor dazukommen, den wir noch gebraucht haben die ganze Zeit. So, aber wir gucken uns zuerst nochmal das Scouting an. Er hat eine sehr gute Marktfähigkeit, aber das Feedback und so weiter, das lässt zu wünschen übrig. So, das passt auch nicht so weit. Die Bilder passen natürlich nicht zu den Namen. Okay. Ja, ein paar sind es noch. Und jetzt gucken wir uns mal den dritten Sponsor noch an. Und das ist Verizon, okay. Ja, den werden wir dann auch nehmen. Da ist dann auch nochmal deutlich besser. Jetzt ist natürlich die Frage, können wir den Sieg garantieren? Wollen wir gamblen beim England Grand Prix? Wenn der Regen einsetzt, könnte schwierig werden. Aber no risk, no fun. Wir versuchen die 5,4 Millionen an Preisgeld zu erhalten. Mir wäre es viel lieber, wenn es im Training regnen würde und im Rennen trocken bliebe. Aber mal schauen. Rennen 7 von 11. Das heißt, noch fünf Rennen sind jetzt zu absolvieren in dieser Meisterschaft. So, das Training erstmal soweit im Trockenen. Wir können wieder unsere beiden Fahrer hierher nehmen. Diesmal gehen wir bei der Reifenwahl natürlich auf weiche Reifen. Also nicht auf die Super Soft, sondern auf die Soft-Reifen, weil die hier sehr stark abgebaut werden. So, und dann schauen wir doch mal, wie die Fahrer so zurechtkommen mit dem Setup.
Los geht's. Fahrt eure Runden, gebt euer Feedback. Ja, das Wetter müssen wir ganz genau im Auge behalten für den morgigen Renntag. Hier im Training bleibt es halt komplett trocken. Ist wahrscheinlich, also das sollte kein Problem darstellen. Der Reifenverschleiß, den müssen wir im Auge behalten. Wir haben hier 75, ja, knapp 30% in drei Runden, was wir verschleißen. Und da müssen wir auf jeden Fall Acht geben. So, wahrscheinlich müssen wir hier weicher gehen. Probieren wir das mal. Und hier würde ich auch mal weicher probieren. Und dann probieren wir mal das Setup. Mal gucken, wie das funktioniert. Feedback werden wir gleich erhalten. Ah, es war vorher besser. Okay. Also haben wir erstmal in die falsche Richtung entwickelt. Müssen wir dann gleich mal wieder neu einstellen. Okay. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, es ist schlechter geworden. Aber die Geschwindigkeit ist besser geworden als vorhin. Okay. Das heißt, wir müssen eine längere Abstimmung machen. Echt so. Ja, probieren wir das mal. Aber Geschwindigkeit auch nach unten. Dann können wir hier noch eins machen. Probieren wir mal das. So, und hier ist es ganz schlecht geworden. Okay. Dann gehen wir mal komplett zurück auf die vorherige. Und gehen hier noch zwei Schritte härter. Und einen Ticken kürzer. Gut. Dann probiert das nochmal. Das ist jetzt Runde 7. Und wir sind bei 30% Reifenverschleiß. Also von daher könnten wir 7 Runden mit den Reifen ganz gut hinter uns bringen. Wenn wir da eine reifensparende Fahrweise an den Tag legen. So, und da sind die beiden auch fertig. Und jetzt wird es interessant, wie wir das mit dem Wetter handeln. Oh, da rechts ist schlechter geworden. Okay. So. Es startet im Trocknen. So, was sagt der Wetterbericht? Okay. Es fängt in Runde 6 wohl an mit Regnen. Das heißt, wir können einen auf Runde 6 auf jeden Fall schicken. Die Frage ist, wie lange hält der Regen? Gut. Boxenstrategie Renntrim und sparsam mit dem Benzin. So, bei ihm ist die Konfiguration. Ah ja, okay. Also noch ein Ticken härter, aber. Nee. Wir gehen mal mit einem Radsturz. Das war zu viel. Das sollte eigentlich so funktionieren. Okay. So, jetzt ist die Frage, wen schicken wir wie auf die Strecke? Also Benzin werden sie beide halt voll haben, das ist klar. Da er mit den weichen Reifen nicht so gut umgeht, würde ich bei ihm 6 Runden machen und bei Suitra die 7 am Anfang.
Das heißt, bei ihm gehen wir bei auf dem niedrigen Spritverbrauch. Und dann schauen wir einfach mal, wie das Rennen so startet und wie wir mit dem Regen zurechtkommen. Wie gesagt, unser Sponsorenziel ist Rang 1. Wichtig ist, dass am besten die langsamen Fahrzeuge so lang wie möglich vorne bleiben und wir hier hinten einfach nur mitfahren und nicht viel Rückstand uns einhandeln. Deswegen umso besser, wenn Dreyfus, Chaplin, Valdes und Cabral lang vorn bleiben. Aber ich sehe hier schon Holz wieder nach vorn schießen. Und diese auch noch auf den härteren Reifen. Vielleicht haben wir ja als Vorteil, dass wir, dass die Leute dann schon auf die Regenreifen wechseln in Runde 4 vielleicht. Und wir hier etwas länger fahren können. Mal schauen. So, wir müssten den Anschluss mal wieder finden. An die Spitzengruppe. Oder ans Feld zumindest. Sind hier ein bisschen abgeschlagen. Jetzt wird sich das Feld ein bisschen gegenseitig behindern. Was mir nicht gefällt, ist, dass Holz jetzt schon auf Rang 2 ist. Wird auch gleich die Führung übernehmen, schätze ich mal. Und kann dann eben vorn das Tempo gehen. Was nicht gut für uns ist, wenn es sich absetzt. Ja, jede Kurve, in der Holz noch nicht vorn ist, ist ein Gewinn für uns. Aber jetzt ist er vorn. Und Holz wird ja wahrscheinlich dann auch auf die besseren Reifen gehen können, weil er länger fahren kann halt, ne? So. Wie sieht das jetzt hier aus? Die Problematik ist, dass das dann am Ende schon wieder abtrocknet. Das heißt, wir können halt wahrscheinlich nicht mit der Einstop-Strategie haushalten. Das ist sehr schlecht. So, hier können wir mal etwas jetzt aggressiver fahren. Sowohl was Benzin als auch Reifen anbelangt. Die ersten gehen an die Box. Und das nicht ein bisschen zu früh ist. Und die gehen wieder auf Trockenreifen raus. Okay. Interessant. Die werden dann höchstwahrscheinlich im Regen einiges verlieren. Na, mal schauen. Oh, und wir werden hier super aufgehalten von den Fahrzeugen. Das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ah, dort hinten fängt der Regen wieder mehr an. Das heißt, wir könnten es vielleicht doch mit einer Einstoppstrategie schaffen. So, Porter wird jetzt in die Box reinkommen und holt sich Intermediate-Reifen ab. Anderen holen sich jetzt schon Inters ab. Das wird natürlich am Anfang noch ein bisschen schlechter sein von der Performance her. Und auch Holz war mit dabei.
So, und dann ist natürlich auch die Frage, wie viel Zeit verliert Concorde jetzt durch den anfangenden Regen und dadurch, dass ihm der Sprit dann am Ende ausgehen wird. So, und das gleiche gilt halt für Porter. Was, wo kommen wir raus? Wäre gut, wenn wir jetzt hier, ja, Rang 8 ungefähr. Okay. Concorde muss jetzt zusehen, dass er möglichst wenig noch verliert. Rang 8, 9 so rum ist Porter. Wird jetzt etwas durchgereicht natürlich. Der Sprit hat gehalten, das ist gut. Da hat er zumindest vom Sprit her nichts verloren. So. Und Holz übernimmt jetzt natürlich wieder die Führung, das ist klar. Wo kommt Concorde raus? Auf Rang 10. Also Porter 8, Concorde 10. Wir haben derzeit 10 Sekunden Rückstand auf Holz. Wie viel wird das noch und wie viel wird Holz durch den Boxenstopp halt verlieren, ist die Frage. So, die Inters sind jetzt hier die beste Reifenwahl. Das Gute ist, dass die letzten drei Runden wieder mehr regnet. Deswegen können wir halt hier auf den Inters bleiben und bis zu Ende fahren. Und wir müssen gucken, dass wir schnell an dem Santos vorbeikommen, weil der würde uns stark aufhalten. 12 Sekunden haben wir Rückstand. Man verliert hier zumindest sehr viel Zeit beim Boxenstopp, weil das ja eine Hochgeschwindigkeitsstrecke ist. Und man hier nicht abkürzt in der Boxengasse. Deswegen habe ich da gute Hoffnungen, dass die 13 Sekunden derzeit ausreichen könnten. So, Rang 8 und 9 bisher. 14 Sekunden, also wir verlieren schon einiges an Zeit gegenüber Holz. Der gibt gut Gas hier vorn. Und die Frage ist natürlich, gibt es Leute, die versuchen, auch die Einstoppstrategie zu fahren? Von den Reifen her könnte das Schaf versuchen, und der ist nämlich auch noch 5 Sekunden vor uns. So, Concorde müsste jetzt eigentlich an Porter mal vorbeigehen, weil der ja auf der schnelleren Strategie ist. Probier mal, das zu machen. Stallorder gibt es trotzdem keine, also er muss dann schon aus eigener Kraft vorbeiziehen. So, Holz kommt an die Box. Und auch noch einige andere. Da sind wir jetzt erstmal an denen vorbei. Jetzt geht es um Appeldorn und Shaw. Kommen die in der nächsten Runde oder fahren die zu Ende? Das ist so die Frage. Holz jetzt so 12 Sekunden hinter uns, okay. Regen lässt jetzt ein bisschen nach. Ich hoffe mal, dass Appeldorn und Shaw noch reinkommen. Aufgrund des Sprits. Ja, und sie kommen beide rein. Das ist gut. Damit haben wir jetzt wirklich die Chance, den Sieg und das sehr große Sponsorengeld zu erhalten. Jetzt fängt es auch wieder an, stärker zu regnen. Jetzt wäre sogar eine Überlegung, auf Full Wets zu gehen für die letzten beiden, die in die Box gegangen sind. Aber die bleiben jetzt erstmal auch auf Inters. So, Concorde kann jetzt wieder auf Mitte schalten.
Wir haben 11 Sekunden Vorsprung, das sollten wir da über die letzte Runde hinwegführen können. Ihr könnt jetzt, denke ich, so ins Ziel marschieren. Nur keinen Fehler mehr machen und dann dürfte der Doppelsieg hier ungefährdet gelungen sein. Also trotz der Wetterkapriolen haben wir das ganz gut hinbekommen. Und da ist der Doppelsieg perfekt. Super. Sehr schön. Also bisher funktioniert alles in dieser Saison. Da können wir uns überhaupt nicht beschweren. Wer hat die schnellste Runde gefahren? Holz. In dem Fall. Aber das macht nichts, durch den Doppelsieg gewinnen wir wieder weitere wertvolle Punkte an Vorsprung auch im Hinblick auf die Meisterschaft. Und es sind ja dann nur noch 4 Rennen. Das heißt, es wird schwieriger für die anderen Teams, den Rückstand noch aufzuholen. So, wunderbar. Doppelsieg wieder eingeheimst. Führung ausgebaut. Und hier 56 Punkte mittlerweile. Und Lucatelli sind bei 2 Rennen hinter uns. Ja, und das bei nur noch 4 Rennen zu bestreiten. Ich glaube, dadurch, dass man ja selbst, wenn man ausscheidet, noch 3 Punkte bekommt. Definitiv die letzten beiden können uns schon mal nicht mehr einholen. Das heißt, im schlechtesten Fall dürften wir 8er sein. Da aber nicht alle von denen immer über 40 Punkte holen können, dürften wir wahrscheinlich sogar im schlechtesten Fall schon 3er sein. Oh, und als nächstes kommt dann der Tondela Grand Prix nochmal. Das ist ja für uns jetzt nicht so gut. Da müssen wir dann wieder gucken, möglichst viele Punkte zu holen und eines der Sponsorenziele noch zu erreichen. Was haben wir hier für ein Merkmal? Wahrscheinlich Heim-Grand Prix gewonnen, ne? Ja, 25 Moral. Sehr schön. Oh, und Suitra verbessert sich nicht mehr, hat sein maximales Potenzial jetzt ausgeschöpft. Die Geschmeidigkeit ist auf 20 und die anderen Werte sind auch relativ gut. Nur das Feedback ist halt etwas schlechter. Ansonsten im mittleren zweistelligen Bereich. Also schon sehr guter Fahrer. Haha. Das ist ein Einkommen, ne? 7,3 Millionen. Das sieht man doch gern. Ja, wir müssen allerdings auch schon mal etwas ansparen für das nächstjährige Auto. Und der Straßenwagenpark ist, glaube ich, auch nicht so günstig, den zu bauen. So. Achso. Die Presse haben wir jetzt noch durchgemacht. Den Rest machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat dieses Rennen gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir uns dem nächsten Grand Prix stellen werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.